Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei uns bei Oxygen Not Included. Und ja, wir sind hier, das letzte Mal haben wir hier aufgehört und wir sind, da geht's gleich massiv rein. Ja, für mich eine neue Aufnahme, aber ich habe extra nochmal nachgeschaut und das auch ein bisschen natürlich selbst verfolgt. Wir haben das letzte Mal uns hier um den Strom gekümmert und ich habe angekündigt, wir werden uns heute um das Wasser kümmern. Oh, und ich pausiere trotzdem noch mal kurz. Das werden wir nämlich auch machen. Allerdings haben wir derzeit keine Forschung und ich habe kurz ein bisschen reingeschaut vorher. Ich denke, unser nächstes Ziel wäre hier diese schutzvolle Umgebung. Da bekommen wir den Schutzanzug, beziehungsweise einen Schutzanzug-Overlay, eine Schutzanzugschmiede, um einen Schutzanzug zu machen. Glaube ich. Genau. Und Schutzanzug-Dock, wo sie es anziehen. Und irgendeine Kontrollstelle. Warum auch immer. Das werden wir uns dann anschauen. Also ich habe die, glaube ich, einmal gehabt. Oder nicht, glaube ich nicht. Nur ich habe sie einmal gehabt. Aber ich habe die nicht viel verwendet. Aber das wird diesmal anders sein. Gut, dann. Hier wird hoffentlich gekocht bald. Oder sind wir schon am Tag soweit? Ich weiß gar nicht. Wie schaut, was macht sie? Angenehm geplaudert, liefert. Okay. Die liebe Ada hat Wasser hier runtergefallen. Lieferung an einen Bau. Warum? Achso, keine Produktion. Hä, wieso ist da keine Produktion? Das sieht auch anders aus. Das sieht anders aus. Als ich es kenne, als das letzte Mal. Okay, vielleicht gab es ein Update, das weiß ich nicht. Gut, dann wollen wir hier... Die beiden sind wieder eingestellt. Das hat 7 und das hat 6. Das heißt, jetzt sollten die hoffentlich beide wieder kochen gehen. Das wäre ja unheimlich doof, wenn wir eh schon... Und was ist das? Kein Forschungs... Wieso auf der? Wir haben es auf der... Ich habe doch auf der... Das habe ich das nicht gerade ausgewählt. Oh, da brauchen wir das hier. Interessant, diesen Weg. Das ist schon viel. Ich dachte, wir brauchen jetzt nur noch das hier. Das habe ich nicht gesehen, diese Verbindung hier. Interessant. Okay, dann müssen wir kurz doch nochmal überlegen. Brauchen wir irgendwas vorher? Ich glaube fast trotzdem nicht, weil das, glaube ich, brauchen wir alles nicht. Die haben wir schon. Die Apotheke, ich hoffe mal, dass wir es nicht brauchen. Die Rutschstange wäre interessant, aber nicht wichtig. Keramik behaupte ich, brauchen wir nicht. Mineralien brauchen wir noch nicht. Erst wenn uns der Sand ausgeht, bräuchten wir das. Wobei wir das auch schnell machen könnten. Die intelligente Technik, mit der muss ich mich erst befassen. Das habe ich noch nicht, gebe ich zu. Die Generatoren, ja, die wären auch interessant. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir bei all denen noch ein bisschen weg. Der Transformator wäre spannend, wenn wir große Netze haben. Haben wir aber noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Genauso wie die Starkstromverbindung. Und all das haben wir nicht. Wir haben eigentlich kein Erdgas, wir haben kein Öl, wir haben kein Erdöl, Rohöl. Wir haben hier gar nichts. Also maximal die Viehzucht und die Tierkontrolle wäre noch interessant. Aber deswegen würde ich das erstmal weglassen, weil auch der Ofen, der Schmelzofen wäre dann schon interessant. Aber noch nicht. Wir haben eigentlich auch noch keinen Metallerz. Glaube ich, zumindest. Also wir haben schon, aber ich glaube, wir brauchen es noch nicht, weil wir brauchen das Kupfer noch nicht. Das werden wir hier eh dann brauchen für den Anzug. Da kriegen wir nämlich den Webstuhl dann schon. Hier bekommen wir momentan noch gar nichts. Nichts Interessantes. Also das ist alles Kunst, wäre das jetzt. Ja, machen wir das. Ist jetzt eigentlich, das wird ein bisschen dauern, aber das stört uns nicht. Dann haben wir die Forschung hier, tut, das baut noch. Lassen wir das mal bauen ein bisschen. Sonst, ja, ich hoffe, dass das funktioniert mit den beiden. Weil das, glaube ich, sollte hier unten eigentlich ganz gut klappen. Wir haben zwar momentan einfach kein Kohlendioxid, aber dementsprechend ist das eh okay. Wir produzieren damit einfach ein bisschen Sauerstoff. Den wir so, dass wir sowieso, wir brauchen den Sauerstoff sowieso, also es ist ganz egal, ob die jetzt laufen und so, verbrauchen sie halt so viel wie möglich an Kohlendioxid. Schon okay so.
So, langsam wird das hier. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Ich glaube fast, wir haben das gemacht, um das hier abzulösen, oder? Nochmal kurz geschaut, weil das Netz ist hier nicht überlastet, oder? Das hat ja keine... Genau, das ist sogar eh schon hier dran geschlossen. Genau, ja, nein, nein. Das ist, um die da oben abzulösen dann. Deswegen, wir können eigentlich... Das könnten wir schon. Wir können die auf jeden Fall schon mal entfernen. Da ist schon die andere dran. Und eigentlich können wir das auch entfernen. Die können wir geschwind einstellen. Der und... Gib mir. Und der. Und da sind die Batterien eh schon dran. Nochmal kurz geschaut. Ist das schon... angeschlossen? Schaut zumindest so aus, oder? Wir können auf jeden Fall, könnten wir das mal zerlegen. Das schaut auch, das haben sie jetzt auch geändert, oder? Ich glaube, das war vorher anders sortiert. Also ja, offenbar gab es ein neues Update, was okay ist. So, das wäre jetzt so hier. Das ist, müsste jetzt hinkommen und passen. Gut, dann sollen sie das mal machen. Aber wobei, jetzt gehen sie, glaube ich, eh. Jetzt werden sie schlafen gerade, oder? Oder? Ja, da schlafen schon die Ersten. Die anderen essen noch. Und wir hatten offenbar genug. Offenbar hatten wir genug. Bericht für Zyklus 28. Oh, nein. Hatten wir nicht. Wie war es? 27. Oh, da hat es funktioniert. Okay, nein, es funktioniert, glaube ich, eben. Wir müssen dann, warten wir mal ab. So, das war die verbesserte Belüftung. Was war das? Ach, das war der Hochdruck, genau. Okay, dann sind wir da eigentlich fast schon mal fertig. Ich bin nur am Überlegen, ich glaube, ich will die anderen Aufträge noch nicht beginnen, solange wir da noch nicht so weit sind. Beziehungsweise das Graben können wir schon in Auftrag geben. Doch, das machen wir natürlich. Jetzt müssen wir nur kurz überlegen, wie tun wir das? Wollen wir das direkt? Ich würde es eigentlich, um ehrlich zu sein, wird es alles ein bisschen komplizierter. Und die Frage ist, kommen wir hier durch? Aber ich glaube, wir kommen mit unserem Gräber jetzt durch. Oh, und wir wollten uns noch was anschauen, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und zwar, ich habe ein paar nette Tipps und Tricks bekommen. Und unter anderem wollte ich mir mit euch gemeinsam was anschauen. Das ist das Falsche, da will ich mit euch rein. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich möchte was kurz mit euch ausprobieren. Und zwar, wir haben hier Nikola. Und ich habe den Tipp bekommen. Wir sehen ja hier, wir haben eine Berufserfahrung von 250. Also der ist jetzt fertig. Und der ist jetzt lernender Minenarbeiter. Und was wir hier auch sehen, berufliche Grundausbildung plus 2 auf Graben. So. Das habe ich mir vorher kurz auch angeschaut. Und zwar, wenn wir jetzt uns Nikola anschauen... Nikola schläft hier schon ganz friedlich. Dann sehen wir hier bei den Fertigkeiten nämlich Graben. Und Graben sehen wir jetzt auch lernender Minenarbeiter plus 2. Und ich möchte jetzt kurz was ausprobieren, und zwar, ob die das behalten. Das heißt, weil es gibt ja hier zum Beispiel, gibt es plus 2 auf Bauen. Hier gibt es plus 2 auf Stärke und. Hier gibt es, glaube ich, beim Bedienen, gibt es Basteln, Forschung, ja, okay. Landwirtschaft und irgendwo gibt es das Laufen, hätte ich gedacht. Stärke, Bedienen, Landwirtschaft ist Landwirtschaft, Reinigung ist Stärke. Oh, interessant, gibt es gar nicht. Graben, nein, das gibt es gar nicht, es gibt nur Stärke offensichtlich. Stärke, Bauen, okay, und Graben. Gut, macht aber nichts. Allein die Stärke wäre interessant natürlich für alle, die was tragen müssen irgendwann einmal. Die Sache ist jetzt die, ich möchte es probieren, was passiert, wenn man Nikola woanders hinzuweist. Zum Beispiel könnte man jetzt Nikola in die Athletik verweisen, weil sonst hat Nikola nicht viel. Und die Athletik wäre dann als Versorger. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen, wir wollen hier Nikola... Ist jetzt die Frage, ich glaube nämlich, Nikola hat das behalten und könnte jetzt das lernen. Und dann wäre das natürlich interessant, die durchzuwechseln, sodass sie alle, jeder seinen Beruf
einen anderen lernt, wenn er mal ausgelernt ist, um seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Und nochmal vielen Dank an diese Info. Ich habe das wirklich nicht mitbekommen so richtig. Ich habe zwar mitbekommen, dass es hier diese Boni gibt, aber dass die bleiben, dachte ich nicht. Achso, ich wollte gerade nachschauen, ob Nikola den jetzt noch hat eigentlich. Aber man hat es eh schon kurz gesehen, dass er immer noch 6 hat. Genau, lerne der Minenarbeiter. Also weil er jetzt fertig ist mit dem, hat er das jetzt bekommen. Dann müssen wir hier natürlich jetzt ein bisschen umschlichten. Das heißt, wir brauchen jetzt den nächsten, der graben kann. Und da wäre jetzt die Frage, wer wäre da jetzt? So. Wir hätten hier 1. Und hier hätten wir bei Devon wäre 4. Mima, wer könnte denn noch bauen? Barney könnte bauen. Das wäre sogar super. Dann glaube ich, werden wir jetzt Barney bauen lassen und Mima graben. Weil Mima hat zwar nur 1, aber Mima hat das Grabeherzchen. Das heißt, die ist damit ganz flott. Und ist jetzt nicht so schlecht. Glaube ich. Ich würde schauen, vielleicht können wir schauen, dass wir immer 2 machen oder einfach jedem so ein bisschen. Ich würde da echt das gerne ein bisschen mal machen. Wobei Devon ist halt krass, den als Laufburschen wegzulassen. Wobei, können wir ja schauen. Ich glaube, wir haben hier nicht automatisch priorisieren. Das heißt, unsere Prioritäten sollten sich eigentlich gar nicht ändern. Was natürlich ein gut und schlecht sein kann. Das heißt, dass wir Devon woanders hinstecken können. Könnten Devon... wobei ich glaube, sie lernen... Ist die Frage, lernen sie nur, wenn sie das machen? Ist die Frage. Ist die Frage. Gut, das glaube ich, überlege ich mir. Ich glaube, da mache ich eine Pause zwischen der und der nächsten. Denke ich, werde ich da mal so durchschauen und die ein bisschen umschlichten. Für jetzt, die sind eh noch okay, eigentlich. Grossmann kann was? Grossmann könnte auch noch kochen. Was hätten wir hier schnell? Athlet, ja gut, Devon kann graben, aber da haben wir jetzt schon Mima. Kann Mima was anderes? Oh, Mima könnte auch Athletik machen. Oh, wir könnten auch Mima athletisieren lassen. Das wäre noch viel besser, glaube ich, fast. Und Devon lassen wir dann nämlich graben. Weil Devon hat 4, dann hätte der nochmal, der hätte der 6 sogar. Super. Okay, das heißt, was ist mit May? Kann May noch was lernen? Oh, May würde ja auch gerne basteln lernen. Das wäre eh okay. Dann, aber da sind wir halt, naja gut, es macht ja eigentlich nichts. Das heißt, dann würden wir May jetzt basteln lernen. Gut, müssen wir jetzt, ist die Frage, das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Also wir sind jetzt, glaube ich, niemand ist jetzt mehr bei 100. Also die sind jetzt, glaube ich, alle wieder, doch Grossmann. Ach so, hätten wir jemand zum Forschen außer Grossmann. 0, 2 Barney. Ist jetzt wirklich nicht viel. Grossmann hat 7. Wobei, wir brauchen die Forschung gerade nicht. Aber Barney möchte ich jetzt auch nicht. Die haben wir gerade hier reingesteckt. Und sonst müssten wir Ada abziehen. Wobei, Ada hat 0. Travaldo hätte noch was, aber der ist noch nicht fertig. Nein, ich glaube, wir lassen das mal so. Grossmann darf als einziger hier weiter tun. Das ist schon okay. Ach so, wobei, es muss ja einfach keiner vor... Ach so, doch, wir brauchen den Forschungsassistenten, brauchen wir sehr wohl zum Forschen, das heißt, das muss sein. Kurz mal hier überlegt, da brauchen wir es nicht für irgendwas. Bauen brauchen wir, glaube ich, auch für nichts. Bin ich mir aber gar nicht sicher, ob irgendwo einen Bauarbeiter braucht für bestimmte Dinge. Das Bedienen brauchen wir noch nicht und den Reis kochen brauchen wir natürlich schon. Aber die bleiben eh... Nein, das passt. Ich glaube, das sollte jetzt funktionieren. Tut mir jetzt leid, dass das ein bisschen gedauert hat, aber ich denke, das war wichtig, dass wir das nutzen, dass wir uns die ein bisschen verbessern. So, und jetzt heißt es hier graben angesagt. Wir bauen hier jetzt weiter und ich würde fast sagen, dann machen wir hier direkt... Wobei, ich würde da schon gern mehr Platz haben.
Das gefällt mir irgendwie so gar nicht. Nein, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen, ich glaube, wir wollen am Ende dann, wir werden jetzt hier ein bisschen tüfteln. Ich glaube, wir wollen hier runter, bis hier. Oder? Wir können mal kurz schauen. Moment, jetzt, wir schauen jetzt kurz. Das haben wir ja jetzt bekommen. Müssen wir nochmal kurz pausieren, leider. Und zwar, wir brauchen, ist es Veredelung? Ja, genau, wir brauchen den. Der ist 3 hoch. Das heißt, das können wir jetzt gleich mal einplanen. Der kommt. Oh nein, hier ist eins zu weit. Da bleibt eine Wand. Wir brauchen hier die 3. Das heißt, das wird das, was wir brauchen. Dann kommt drumherum, kommen Ziegel, logischerweise mal, erstmal in der Planung zumindest. Das wäre so. Und da bin ich ja noch nicht sicher, ob wir da. Ich glaube, wir kommen. Wir müssten eigentlich fast durchkommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir brauchen es aber, glaube ich, auch nicht zu viel Platz. Und das Einzige, was noch halt wichtig wäre, wir müssen dann hier noch runter. Das wäre dann, glaube ich, so. Die Frage ist nur, da würden wir jetzt auch dann nochmal runter müssen. Das wäre dann so. Und jetzt würden wir dann hier fertig graben. Könnten wir eigentlich bis ganz runter dann das auch noch um ein. Wobei, das brauchen wir nicht. Dann machen wir es so. Da müsste ihr raufhüpfen kommen können. Und das wäre dann so. Eigentlich. Ich meine, ich glaube, wir kommen hier durch. Sollen wir das? Aber machen wir es gleich so. Probieren wir es. Da kommen wir noch nicht ganz hier dran. Das ist schon okay. Genau. Und dann müssen wir nur hier die Treppe hier. Wobei, nein, die Treppe. Stopp mal, das brauchen wir doch nicht. Abbruch. Das ist schon okay. Wir müssen eigentlich da drüben rüber. Wir wollen hier eigentlich runter. Das wäre dann so. Und dann brauchen wir hier einfach nur einen Boden. Und natürlich das freimachen. Dann sollte das auch passen. Dann machen wir nämlich das hier frei. Kurz überlegen. Brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen keine Luftschleuse und nichts. Das sollte eigentlich alles passen. Dann sollte man das mal bauen können. Der Punkt ist, wir wären jetzt hier. Achso, doch, das brauchen wir schon. Wir brauchen hier, weil wir hier wollen wir ja dann was durch die Wand fädeln, würde ich sagen. Und zwar, hier wird unser nächstes Reservoir. So wie das, da nur ein bisschen kleiner halt. Deswegen, vielleicht könnten wir es echt noch ein bisschen probieren. Nee, ich möchte halt nicht zu nah an die ran. Wegen den Keimen, da fürchte ich mich ein bisschen. Ihr seht, wie weit die gehen schon da. Nein, da bleiben wir einfach da. Das muss reichen. Da unten wäre ein Schleim nur. Nur ein einzelner, aber ist okay. Das muss reichen. Ach so, die Alternative, wir könnten es hier oben aufbauen auch. Das ist zwar schon sehr weit zu pumpen, aber es macht eigentlich ja nichts. Eigentlich soll es egal sein. Okay, vielleicht tun wir das doch, machen wir das doch nochmal anders. Dann würden wir. Wie würden wir das dann machen? Dann würden wir doch hier noch einmal vielleicht. Ja, oder wir lassen das jetzt. Das passt schon, wird schon passen. Bekommen wir schon hin. Wir werden dann hier anfangen, das wegzupumpen. Pumpen das hier rauf mit einer Pumpe. Hier in diese Veredelung, in diesen Filter rein. Um es dann hier in dieses Becken zu lassen. Und von hier pumpen wir es dann mit einer dritten Pumpe hier in die Toiletten. Würde ich mal sagen. Und dann kommt es wieder hier rein. Und hier, dann ist das so wirklich ein wunderbarer Kreislauf. Das einzige. Ich bin mir noch nicht sicher. Es wurde jetzt auch mir gesagt und nahegelegt, dass wir die noch nicht verwenden sollen. Ich bin jetzt ein bisschen überm Überlegen, weil wir kriegen halt auch ganz viel aus ganz viel sauberem Wasser, ganz viel Schmutziges. Oder nicht Schmutziges. Ich glaube, wir werden die deaktivieren. Ja, doch, verschmutztes Wasser. Und wir brauchen sie aber noch nicht, weil wenn man sich das anschaut, Duschen entfernt den Schmutzigeffekt und tötet alle Keime. Wir haben eigentlich. Sollten wir zumindest wirklich nicht viele Keime haben. Sehen wir auch, ist eigentlich nichts. Außer hier ganz ein ganz kleines bisschen, aber sonst ist da nicht viel. Und schmutzig, ich weiß nicht, ob sie schmutzig sind. Ich hoffe mal, dass sie nicht schmutzig sind. Oh doch, schmutzig, dreckig. Braucht eine Dusche. Achso, vielleicht sollte man es dann doch behalten. DSS, nicht schmutzig. Was mit dir? Hungrig. Was hier? Achso, das ist irgendwas anderes. Was ist mit euch hier unten?
Ja, vielleicht, der ist auch schmutzig. Na gut, vielleicht sollten wir es doch anlassen. Dann lassen wir es doch an. Oder wir können ein. Ja, ist, nein, lassen wir es an. Passt schon. Damit sie nicht schmutzig sind. So, ja, mehr Sauerstoff haben wir hier natürlich jetzt gar nichts hier drüben. Und ist das schon fertig alles? Oh ja, das ist fertig. Das ist super. Das heißt, das sollte eigentlich. Wie schauen wir hier aus? Naja, das wird jetzt schwierig natürlich, weil hier oben wird es uns irgendwann ausgehen, das Netz. Da werden wir die wieder anschalten müssen. Den müssen wir aufpassen, echt hier. Was ist mit dir? Wieso können wir das nicht? Bau das ab, Stromkabel. Ich möchte das gerne abbauen. Zerlege das. Kabelbrücke, danke. So, da ist mal das erste, aber das ist egal. Wir produzieren angeblich nicht genug Sauerstoff. Das glaube ich aber nicht. Das werden wir schon, das tun wir. So, hier sind alle. Ja, hier sind alle voll, alle unsere Lager. Dann machen wir da nochmal ein bisschen was. Machen wir da nochmal welche. So, das Einzige ist, ich hoffe, sie sperren sich jetzt hier echt nicht ein. Das wäre ein bisschen doof. Das möchte ich nicht. Und, oh, das geht sich. Oh, stopp, Moment, stopp, 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 stopp. Das geht sich hier nicht aus. Wir brauchen ja hier von der Leiter 2 Platz, damit wir da hinkommen. Ich glaube, das machen wir lieber so. Und so. Und das graben wir einfach weg hier. Das heißt, das geht so nicht. Das heißt, das müssen wir zuerst mal abbrechen. Und jetzt können wir sagen, das wird einfach nur weggegraben. Dann können wir nämlich hier, wollen wir die Leitung dann rüberlegen, damit das klappt hier. Bin mir nicht sicher, ob es sonst klappt. Okay. Genau, und da müssen wir dann eh eine neue Leitung rüberlegen. Das heißt, für hier, die vier werden wir mit normalem Wasser, so wie sie es jetzt schon haben, die Leitung behalten. Und die vier werden wir für die anderen, war jetzt ein bisschen doof gebaut. Hätte man jetzt andersrum bauen sollen, aber daran habe ich jetzt so nicht gedacht vorher, leider. So, da kommt natürlich jetzt der unangenehme verschmutzte Sauerstoff, aber das geht jetzt gerade nicht anders. Das ist nicht viel, was da jetzt reingekommen ist. So, wir haben eine Menge Möbel bekommen, glaube ich, ja. Eine Menge Kunstzeug. Wobei ich noch nicht sicher bin. Ich glaube, wir brauchen es noch nicht. So, sonst schaut es aber sauerstoffmäßig gut aus hier oben. Oh, der ist ausgeschaltet. Wirklich? Wie schauen wir hier aus? Lüftungsoverlay. Ah ja, da kommt schon ein bisschen was, kommt hier oben rauf. Das ist doch gut. Und da sehen wir jetzt auch schon, da ist jetzt kein CO2 mehr. Das heißt, das Produkt geht jetzt da alles rauf. Wir könnten jetzt uns nämlich sogar jetzt, könnten wir uns trauen, das Ding abzudrehen. Machen wir das mal kurz. Weil wir momentan hier echt nichts an CO2 haben. Also da ist einfach nichts. Und wenn da, solange da nichts ist, brauchen wir es auch nicht. Können wir es auch nicht irgendwie da reinpumpen. Also dann lassen wir es einfach mal so, wie es ist. Die können wir anlassen, damit die den Sauerstoff, der hier produziert wird, da rauspumpt. Das ist schon okay. Aber es muss hier sonst nicht viel sein. So, da stirbt uns eh hoffentlich keiner weg. Da muss man echt so aufpassen, weil da ist jetzt schon wieder auch das wieder witzig. Da kommen sie nämlich jetzt nicht hin, weil sie natürlich jetzt hier zuerst gemacht haben. Also sie sind wirklich nicht die Schlauesten. Überhaupt nicht. Gut, da wird fleißig gekocht. Das finde ich mal gut. Und jetzt gehen die Batterien dann auch hoch, wenn der mal abgedreht ist. Gut, da müssen wir halt dann jetzt, damit das klappt, momentan klappt, können wir mal das als Treppe lassen.
Dann kommen sie zumindest bis hier rauf. Ja, die beiden gehen dann nicht. Können wir uns ja noch überlegen. Und dann geht's eigentlich, dann müssen wir schauen, wie wir tun. Hier oben werden wir dann vielleicht, hier oben, werden wir dann, da oben wollen wir hin, werden wir dann den Anzug aufbauen und die Produktion für den Anzug. Und natürlich, wir werden uns auch dann schon früher oder später um, was haben wir hier, Sauerstoff. Haben wir hier irgendwo Keime? Hier oben gar nichts, oder? Wir haben hier nichts. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Wir haben echt hier unten. Ist das Maximale. Wir könnten natürlich hier schauen. Ich würde gerne Landwirtschaft doch angehen, langsam. Vor allem, wenn das weggebaut, abgebaut ist hier alles. Wieso kommt er hier jetzt ran? Von hier? Ach so, weil er hier raufkommt. Ja, das macht Sinn. Oh, dann kommt er hier, glaube ich, auch von hier rauf. Eins, zwei und dann vier rauf. Ja, der müsste von hier nämlich sogar hier raufkommen. Super. Ja, Landwirtschaft. Wir wollen, glaube ich, Landwirtschaft betreiben. Oder nicht nur, glaube ich, wir wollen Landwirtschaft betreiben. Die Frage ist nur, wo? Und ich würde sagen, hier drüben irgendwo. Das heißt aber auch, das können wir eigentlich auch dann mal machen langsam. Das heißt, wir ziehen hier unsere Leiter mal weiter. Haha, unsere Leiter ziehen wir weiter. Ist das nicht schön? So, ziehen wir es einfach mal hier rauf. Das wird dann schon passieren. Das ist eh was anderes. Das heißt, da bauen sie und da wird gegraben. Okay. Gut, aber wir sind schon in der Nacht wieder, meine Lieben. Das war's leider schon wieder für die Folge. Die trödeln ein bisschen leider noch. Die ist aus, das ist gut. Schauen wir nochmal ganz kurz rein. Aber ja, da ist einfach fast nichts. Das werden wir dann gleich wieder anschalten, wenn da wieder was da ist ein bisschen. Das kommt hoffentlich von hier oben alles dann hier runter noch. Aber momentan, ja, hier oben könnte sein, dass wir irgendwann was anschalten müssen. Aber ich glaube auch, dass das schon noch hier rauf geht ein bisschen. Wenn die noch, das produziert ja noch. Ja, das schauen wir mal. Gut, meine Lieben, das soll es aber dann für die Folge leider schon wieder gewesen sein. Hoffe, es hat euch natürlich wieder Spaß gemacht zuzuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaut, wenn wir hier weitermachen. Wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.